Ja, liebe Zuschauer, wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Corona-Krise, die beeinflusst unser aller Leben und alle Bereiche. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Wohnungsgenossenschaften hat, unter anderem diese Frage, beantworten mir jetzt die VSWG-Vorstände Mirjam Luserke und Professor Dr. Klaus-Peter Hillebrand. Ich grüße Sie. Hallo. Guten Morgen. Ja, das Jahr ist ja schon ein bisschen ins Land gegangen. Wie sind Sie denn ins neue Jahr 2021 gestartet, Frau Luserke? Grundsätzlich gut. Ich sag mal, für die widrigen Umstände, die uns alle ereilt haben oder noch im Griff haben, würde ich sagen gut. Wir sind gut durchgekommen, wenn ich erstmal für den Verband sprechen darf, auf jeden Fall. Wir haben die Grundversorgung sichern können, das heißt die Information, die Beratung für unsere Mitglieder, die Wohnungsgenossenschaften sichern können. Und auch unsere Wohnungsgenossenschaften selbst sind auch gut durch die Krise gekommen. Klaus-Peter? Ja, das kann man wirklich so sagen. Gerade wirtschaftlich ist es doch signifikant zu erkennen, dass wir kaum steigende Mietausfälle haben. Im Gegenteil, man erkennt offensichtlich in Zeiten des Lockdowns, in Zeiten der Pandemie, das Zuhause mit einer neuen, besonderen Wertschätzung. Und das bekommen unsere Genossenschaften positiv zu spüren. Das heißt also, wie gesagt, kaum steigende Mietausfälle, im Gegenteil, sinkende Mietforderungen. Das erkennen wir auch bei der Prüfung der Bilanzen. Und darüber hinaus müssen wir einfach hinnehmen, dass die Gewerbemieten natürlich hier und da mal ausfallen bzw. rückständig sind. Aber das ist der deutlich geringere Teil. Und im Übrigen, ich denke, das darf man auch mal an der Stelle sagen, keines unserer Mitgliedsgenossenschaften hat Corona-Hilfen, staatliche Hilfen, Überbrückungsgelder oder sonstiges in Anspruch nehmen müssen. Alles ist normal, auch in den Geschäftsstellen, soweit es eben halt die Anstellungsverhältnisse angeht, weitergelaufen. Da wünscht man sich ja fast, dass es dieses Jahr so weitergeht, oder? Was sind Ihre Wünsche fürs neue Geschäftsjahr? Fürs neue Geschäftsjahr wünschen wir uns natürlich so schnell wie möglich, dass die Pandemie beherrschbar geworden oder in den Griff bekommen wird, dass wir den Lockdown an der Stelle beenden können und wieder in das normale Leben übergreifen können. Und dann stellen Sie sich vor, ich habe gerade über die positiven wirtschaftlichen Dinge gesprochen, aber das genossenschaftliche Miteinander, die Nachbarschaftshilfe, die Solidargemeinschaft, die leidet natürlich extrem unter den Corona-Restriktionen. Kein Seniorentreff, keine Nachbarschaftshilfe und Ähnlichem. Das müssen wir so schnell wie möglich wieder zulassen, um eben halt eine Genossenschaft funktionstüchtig zu halten. Wie sehen Ihre Wünsche aus für dieses Jahr? Geht in die gleiche Richtung auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass dass man wegkommt von diesem großen Ganzen im negativen Sinne. Also ich finde, viele Probleme, die uns vor Corona beschäftigt haben, das sind jetzt nach Corona oder während Corona eigentlich gar keine Probleme gewesen, sondern dass man mehr wieder geerdet vorgeht und die Herausforderungen erkennt und auch entsprechend dann pragmatische Lösungen findet. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf zu dem Thema, wie sind unsere Wohnungsgenossenschaften durch die Krise gekommen, dass wir so gut durchgekommen sind und was mein Vorstandskollege gerade auch sagte, liegt natürlich auch daran, dass immer individuelle Lösungen gefunden wurden. Also das macht auch gerade das Wohnen in der Genossenschaft aus. Wenn ein Mitglied Probleme hatte, die Nutzungsgebühr, also sprich Miete zu zahlen, dann wurde miteinander geredet und eine Lösung gefunden. Und gleiches galt übrigens auch für die Gewerberaummieter. Das ist zwar bei uns zwar nur ein geringer Prozentsatz Gewerberaum, aber da gab es natürlich die größten Schwierigkeiten und auch die größten Ausfälle drohten, sagen wir mal so. Aber es gab individuelle Lösungen. Das große Thema ist und bleibt Corona. Hat denn die Corona-Krise Auswirkungen auf die sächsischen Wohnungsgenossenschaften? Naja, sicher. Also wie gesagt, wirtschaftlich denke ich, kommen wir mit einem blauen Auge derzeit davon. Aber wir dürfen nicht die Augen davon verschließen, dass derjenige, der heute bei der Gewerbemiete im Kleingewerbe ausfällt, später auch Probleme bekommen wird, wenn denn seine private Miete zu entrichten ist. Und natürlich ist derjenige bei uns auch Nutzer von der genossenschaftlichen Wohnung. Das sind so kleine Anzeichen am Horizont, wo man eben halt aufpassen muss. Und wir wissen alle, die Handlungsfähigkeit der Genossenschaften ist durch den Gesetzgeber sehr stark befördert worden.
Es sind Erleichterungen bei Versammlungen, es sind Erleichterungen bei der Insolvenzanmeldung und Ähnlichem. Aber wenn denn eben halt diese Dinge dann zutage treten und das normale Recht wieder gilt, dann werden wir uns wohl auch mit dem einen oder anderen wirtschaftlichen Notlage auseinanderzusetzen haben. Da steht uns noch was bevor. Das Ausmaß wird sicherlich beherrschbar bleiben, weil wir eben halt Wohnen im Zentralen haben, aber ganz ungeschoren werden wir davon nicht verschont bleiben. Also ich denke, im Moment profitieren wir noch davon, was du gerade aufgezählt hast, auf jeden Fall. Aber wovor ich Angst habe, ist, also nicht, dass es den Wohnungsgenossenschaften selbst dann, dass die in eine existenzielle Krise kommen durch Corona, das glaube ich nicht. Aber ich befürchte, dass wir so einen mittelbaren Effekt haben. Also wenn diese Insolvenzwellen, die Angst, die Sorge um die Arbeitsplätze und so weiter, wenn das wirklich zuschlägt, und im Moment sieht ja das Szenario so aus, dann trifft es uns als Wohnungsgenossenschaften mittelbar, nämlich über unsere Mitglieder, die dann ja ihrer Existenz, ihrer wirtschaftlichen Einkunftsmöglichkeiten beraubt sind und so dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Also das ist das, wo ich schon Sorgenfalten auf die Stirn kriege, ja. Trotz der Bauchschmerzen, die Sie haben, hinsichtlich der Zukunft, hat sich denn die Rechtsform Genossenschaft jetzt in der Krise bewährt? Auf jeden Fall. Also die Rechtsform an sich, es ist ja nichts Neues. Das ist das Schöne bei den Wohnungsgenossenschaften. 170 Jahre ungefähr sind sie schon krisenfest unterwegs. Ja? Und insofern würde ich sagen, sind sie kampferprobt, auch gerade in so schwierigen wirtschaftlichen Krisenzeiten. Und ich denke, wenn man es nicht vorher schon getan hat, vor Corona, dann wird man es jetzt neu entdecken, was es für Qualitäten gibt des Wohnens in der Wohnungsgenossenschaft. Und ganz oben steht eben einfach auch die Sicherheit, sowohl was die wirtschaftliche Seite, was wir gerade gesagt haben, was die wirtschaftliche Seite unserer Unternehmen angeht, aber eben auch die Sicherheit des Wohnens. Es kann nichts passieren, es wird nichts passieren. Herr Professor Hillebrand, Sie haben eingangs erwähnt, es sind kaum Mietausfälle im privaten Wohnbereich gewesen. Im Laufe der Pandemie, letztes Jahr hatten wir ja das Mietenmemorandum. Das galt ja, glaube ich, nur bis Juli 2020. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Gibt es jetzt noch Mietausfälle infolge der Pandemie? Also wenn wir es genau beziffern wollen, sind es Stellen deutlich hinterm Komma, wo wir eben halt einen Anstieg der Mietausfälle zu verzeichnen haben. Das können wir in der Tat vernachlässigen. Und ich würde darauf nochmal aufsetzen, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Die Genossenschaften zeichnen sich gerade in der Pandemie dadurch aus, dass diese Solidargemeinschaft eben halt das Miteinander, das Füreinander, wir für uns, sich auszahlt und Stabilität und vielleicht auch dem einen oder anderen unserer Genossenschaftsmitglieder das Rückgrat bietet, um eben halt mit erhobenem Kopf trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten durch den Alltag zu kommen. Haben Sie noch Ergänzungen? Ich denke, ganz wichtig ist es, dass es eine Momentaufnahme ist. Also was wir sagen, ist ein Status quo im Moment. Wir können nicht in die Kristallkugel blicken. Wir hatten unsere Umfragen noch bis Juni letzten Jahres gemacht. Da war wirklich, wie du schon sagtest, der Ausfall marginal bei 0,3%. Es ist ein Status quo. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden diese Umfragen auch wieder aufnehmen und dann natürlich auch mit entsprechenden Forderungen an die Politik, an die Regierung rantreten, sollten sich diese Ausfälle vergrößern. Aber wie gesagt, das hängt damit zusammen, wie es jetzt wirtschaftlich auch hier im Land Sachsen weitergeht. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir da eine gute Lösung finden für die Herausforderungen. Ganz wichtiges Thema in dieser Krisenzeit ist natürlich auch die Digitalisierung. Viele sitzen im Homeoffice, müssen Internet haben etc. pp. Wie sieht es denn da in den Genossenschaften aus? Wie weit ist die Digitalisierung vorangeschritten? Das ist für uns noch eine große Herausforderung. Wobei wir an der Stelle zwei große Unterschiede feststellen. Zum einen die großen Genossenschaften, die sind da schon deutlich weiter. Sie haben auch anderes Personal und sind auch woanders in anderen, sage ich mal, Funkbereichen verortet. Wenn wir dagegen kleinere Genossenschaften sehen, insbesondere die auf dem Land, die haben schon Schwierigkeiten,
regelmäßig WLAN zu bekommen und folgerichtig ist bei denen eine Internetanbindung vielleicht vorhanden, aber sicherlich nicht allerortens stabil. Und das macht die Kommunikation auch mit diesen in den Pandemiezeiten nicht einfach. Und einfach wie früher mit der Postkutsche Briefe schreiben, ist manchmal in der hektischen Zeit mit den Besonderheiten des Gesetzgebers zu spät. Wir möchten gerne früher an die Genossenschaften mit Informationen zum Austausch an sie ran, wo drückt der Schuh. Und da setzen wir weiter darauf, auch dass die Politik die Voraussetzung dafür schafft, dass wir in den ländlichen Bereichen mehr Digitalisierung, mehr Netz und Stabilität gewinnen können. Haben Sie da auch noch Beobachtungen gemacht? Ich denke, dass Sachsen da auch gut dabei ist. Also Entwicklung ländlicher Raum, auch unter dem Aspekt Digitalisierung, ist natürlich ein Riesenthema. Und da sind alle dran. Also das, was einst Frau Klöckner gesagt hat, G5 an jeder Milchkanne, ne? Das ist in dem Zusammenhang wichtiger denn je. Und die Milchkanne steht auch nicht nur für den, sie steht auch für den ländlichen Raum, aber nicht nur, denn im ländlichen Raum wird gelebt, wird gewohnt. Und deshalb ist Digitalisierung ein wichtiges Thema, auch um dort vor Ort, Sie sprachen es vorhin an, Homeoffice-mäßig die Vorkehrungen zu treffen, dass das Arbeiten dort ohne Unterbrechung möglich ist, dass man sich dort auch individuell verwirklichen kann. In einem neuen Arbeitsumfeld, in einem neuen Wohnumfeld, Wohnen und Arbeiten kriegt eine ganz andere Wertung. Das war schon vorher so angelegt, vor Corona, aber das hat natürlich durch Corona jetzt einen ungeheuren Push bekommen. Gut, das ist sicher was Positives, was man dieser Krise abgewinnen kann. Und da übrigens sind auch unsere Genossenschaften bei den ganzen Herausforderungen, die mein Kollege gerade beschrieben hat, aber da sind sie auch dran, das zu realisieren, dort die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, dass das Zuhausearbeiten möglich sein wird. Neue Wohn- und Arbeitsformen, großes, großes Thema für die nächste Zeit. Ein anderes großes Thema innerhalb der Genossenschaften ist sicherlich im letzten und wird auch in diesem Jahr sein, die Prüfung der Jahresabschlüsse. Wie ist denn das im vergangenen Jahr erfolgt, beziehungsweise wie sieht das dieses Jahr dann aus? Ja, in der Tat. Eine große Überraschung im März vergangenen Jahres. Auf einmal war für uns alles geschlossen. Die Geschäftsstellen waren zu. Wir hatten nicht die Möglichkeit, in Präsenz miteinander zu kommunizieren. Aber gleichzeitig wollten natürlich die Genossenschaften als auch die Kreditgeber und auch natürlich die Behörden die Jahresabschlüsse geprüft zu Gesicht bekommen. Und folgerichtig mussten wir unsere Kommunikation an der Stelle umstellen. Wir sind digital unterwegs und man muss einfach sagen, wir haben einen Schub bekommen, ein bisschen unfreiwillig, aber er hat uns sehr, sehr gut getan und das möchte ich deutlich hervorheben. Es haben alle mitgemacht. Von der kleinsten Genossenschaft, soweit es denn eben die technischen Möglichkeiten zugelassen haben, bis zu der großen Genossenschaft. Wir kommunizieren via Cloud. Und via Cloud können Sie sich vorstellen, da sind persönliche Daten, da sind Geschäftsdaten. Das muss höchst sicher, vertraulich kommuniziert werden, sodass keiner von außen Zugriff nehmen kann. Und das haben wir in kürzester Zeit mit Hilfe aller Beteiligten so gut auf den Weg bekommen, dass wir sämtliche Jahresabschlüsse, sämtliche genossenschaftlichen Pflichtprüfungen, die anstanden im Geschäftsjahr 2020, haben bewältigen können und damit unsere Leistungsfähigkeit im Verbund mit unseren Genossenschaften unter Beweis gestellt. Darauf sind wir sehr stolz und mein Dank nochmal an der Stelle nicht nur an die Mitarbeiter im Haus und den Kollegen, sondern auch denen bei den Genossenschaften, die mitgemacht haben. Das ist zunächst erstmal sehr fremd gewesen, sich anders auszutauschen. Datenschutz, Datensicherheit, alle diese Hürden wurden einvernehmlich im positiven Sinne aufgenommen und auch umgesetzt. Das war ein Riesenschritt nach vorne. Und jetzt haben wir natürlich für 2021 schon mal etwas unfreiwillig im letzten Jahr geübt. Wir sind also optimistisch, dass wir auch in 2021 gut weiter miteinander kommunizieren können und wollen in diesem digitalen Wege. Wobei, ganz offen gesagt, uns fehlt auch so ein bisschen der menschliche Kontakt. Genossenschaftlichen menschlichen Kontakt, der fehlt uns an der Stelle ein bisschen. Und wir hoffen aufs zweite Halbjahr
mit der entsprechenden Verimpfung, dass wir da an der Stelle wieder in den persönlichen Austausch treten können und nicht uns per Videoschalte oder Telco auseinandersetzen müssen. Man merkt, es ist wirklich ein wichtiges Thema geworden, die Digitalisierung innerhalb des letzten Jahres. Vielleicht nochmal zusammengefasst, welche Infrastrukturen müssen denn jetzt in diesen Bereichen noch geschaffen werden? Wir sind natürlich da an der Stelle, müssen wir deutlich sagen, meine Kollegin hat es eben schon angesprochen, auch auf die Sendebereiche angewiesen. Wir brauchen den WLAN, wir brauchen die Sendemasten, um eben halt schon allein per Handy, per Mobilfunk erreichbar zu sein. Das geschieht nicht immer und ist auch nicht immer in allen Teilen stabil. Da müssen wir, denke ich, auch nochmal an die Politik appellieren. Wir bekommen den ländlichen Raum nur dann attraktiv, gerade für junge Leute, wenn wir die Digitalisierung an der Stelle ernst nehmen und schleunigst intensiv voranbringen. Ansonsten wird es weiter zu einem Zulauf in die Städte kommen, um eben halt da für mehr Kontakt, für mehr Kommunikation, für mehr Leben zu sorgen, was eben halt im Land ein bisschen verloren geht. Nur auf diejenigen zu setzen, die dann eben halt sagen, es geht auch ohne, das wäre an der Stelle verfehlt. Gibt es Ergänzungen? Ich bin da optimistisch unterwegs. Also nochmal, ich sehe da die Corona-Krise als ungeheure Chance. Wir haben so einen Digitalisierungsboost erlebt. Und ich meine, es geht einem ja selber so. Ich bin jetzt nicht unbedingt digital affin in so einem High-End-Sinne, ja. Aber man konnte gar nicht anders jetzt in dieser Lockdown-Zeit. Man musste diese Möglichkeiten nutzen und auf einmal hat man gemerkt, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und es ging dann im Gleichlauf mit dieser technischen Entwicklung weiter. Und ich denke, da ist auch ein ganz anderes Anspruchsdenken jetzt auch da. Wir wollen jetzt alle die Digitalisierung und wir wollen, dass die Voraussetzungen, um eben ohne Unterbrechungen eine gute Digitalisierungsgrundlage zu haben, ein Arbeiten zu ermöglichen, digital zu ermöglichen, das wollen wir alle. Wir heißt die Gesellschaft auch, nicht nur die Wirtschaft, die sowieso, aber auch die Gesellschaft will das. Und weil die Gesellschaft das will und weil sie bereit dazu ist, auch eben pragmatische Lösungen zu haben und so will, dann kann man nochmal die Forderung auch an die Politik, wie gesagt, wir sind schon gut dabei in Sachsen, also die weißen Flecken verschwinden auch im ländlichen Bereich, aber dann kann man das Ganze auch nochmal anschieben und auch anschieben, ohne dass wir fremdeln bei dem ganzen Thema. Also ich bin insofern froh, es hört sich jetzt so ein bisschen makaber an in dem Gesamtzusammenhang Corona-mäßig, aber ich bin trotzdem ein Stück weit dankbar, dass wir es hatten, dass wir uns alle damit auseinandersetzen mussten. Und siehe da, es geht. Und was mein Kollege auch vorhin ansprach, mit dem sozialen Kontakt, ja, das ist ungeheuer wichtig. Und das beruhigt mich dann auch wieder. Es ist nicht nur Digitalisierung und wir werden jetzt nicht nur technisiert und laufen als Androiden durch die Gegend, sondern nein, wir brauchen auch den persönlichen Kontakt und den persönlichen Umgang. Das ist in der Geschäftswelt so, das ist bei unseren Genossenschaften natürlich so und bei uns im Verband auch. Ja. Das glaube ich gerne. Sie hatten erwähnt, Herr Professor Hillebrand, dass der ländliche Raum doch immer noch ein bisschen hinterher hinkt in Sachen Digitalisierung. Gab es dennoch eine Flucht aufs Land aufgrund steigender Mietpreise in der Stadt? Kann ich an der Stelle so nicht bestätigen. Die Mieten in den Städten sind aus unserer Sicht, gerade was den genossenschaftlichen Bereich angeht, weiterhin noch moderat. Und das bezieht sich nicht nur auf die Bestandsmieter, das heißt also nicht nur die schon jahrelang ihre Genossenschaftswohnung innehaben, sondern auch auf die Neubaumieten. Da muss man einfach sagen, es wird nicht das nach Wirtschaftlichkeitsberechnung genommen, was zu nehmen wäre, um das einzelne Neubauobjekt auch tatsächlich wirtschaftlich zu gestalten, sondern es wird eben halt in dieser Solidargemeinschaft daraus geachtet, dass man ein Mietniveau hat, was unter den Marktmieten im Neubaubereich auch liegt. Und folgerichtig haben wir an der Stelle nicht unbedingt denjenigen, der unter Zugzwang steht, ich möchte gerne raus. Im Gegenteil, wir erfahren von unseren Mitgliedsgenossenschaften, dass gerade Neubauwohnungen, auch wenn der Mietpreis vielleicht bei 7 Euro oder 7,50 Euro liegen sollte,
einen besonderen Zuspruch. Es gibt Wartelisten. Man möchte gerne das in irgendeiner Form in Anspruch nehmen. Da gibt es verschiedene Dinge. Es ist nicht nur immer die Lage der Immobilie, sondern es ist der Schnitt zum Beispiel der Wohnung. Es sind die Sanitäranlagen, es ist die Küchenausstattung, es ist der Balkon, vielleicht sogar eine kleine Terrasse. Und das sind so Dinge, die man eben halt gerade auch in Zeiten der Pandemie zu schätzen und zu lieben weiß. Und folgerichtig möchte man gerne das Zuhause dann so in Anspruch nehmen können, wie man es denn gerne hätte. Die Zeiten zu Hause sind ausgedehnter geworden. Das stimmt. Bevor man eben halt wieder mal das öffentliche Leben und vielleicht auch die Lokale betreten kann. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also eine Stadtflucht jetzt Corona-bedingt kann man nicht feststellen. Ich denke, wie du auch gesagt hast, ich denke, dass schon der eine oder andere, vielleicht auch junge Familien, den Trend haben, aufs Land zu ziehen. Auch da bin ich wieder bei dem Thema neue Wohnformen zu entdecken. Eine geschickte Mischung seitens unserer Genossenschaften aus Bestandswohnungen und Neubau zu gestalten, attraktive Wohnungszuschnitte zu machen und so weiter. Rückbau ist ein großes Thema, dass man Bestand zurückbaut und stattdessen Neubau schafft, um eben dieses Klientel auch der jungen Familien, die aufs Land wollen, zu bedienen. Aber ich denke, das war vorher auch schon angelegt. Ein großer Gegenwind kam, oder das empfinden wir so, dass der ländliche Raum wurde stigmatisiert und es hat sich alles auf Dresden und Leipzig konzentriert, was aus meiner Sicht auch eine ganz gefährliche Entwicklung war. Ich spreche in der Vergangenheit, denn ich denke, das wird sich ändern. Da sind wir auch dran, das weiter zu verstetigen und zu sagen, Dresden, Leipzig, gut, wunderbar, man lebt toll da, das wissen wir, aber man lebt genauso gut, je nach Lebenszuschnitt, je nach Lebensbedürfnis, je nachdem auch, wie man seine Individualität verwirklichen möchte, bietet der ländliche Raum hier in Sachsen wunderbare Möglichkeiten und unsere Genossenschaften ohnehin. Das ist aber dieses große Thema, da können wir jetzt Stunden weiterreden, aber dieses große Thema ist aus meiner Sicht natürlich dann strikt zu trennen von diesem unsäglichen Thema, was wir im Moment auf dem Tisch haben oder gekriegt haben, das ist die Mietpreisbremse. Sie haben es ja sicher auch medial und durch Ihre Tätigkeit auch mitbekommen. Unsäglich, weil, wie mein Kollege auch schon sagte, wir haben hier in Sachsen, wir haben hier in Dresden und Leipzig, man muss ja nur von den beiden Städten reden, überall sieht es nochmal ganz anders aus. Wir haben in Dresden und Leipzig keinen angespannten Wohnungsmarkt im Sinne eines Erfordernisses, eine Mietpreisbremse einzuführen. Bei unseren Genossenschaften haben wir Mieten von 5,13 Euro in Leipzig und 5,60 Euro in Dresden. Neubauvermietung ist 1 Euro ungefähr höher. Wir haben in Leipzig bei den Wohnungsgenossenschaften eine Leerstandsquote von 7,1%. Also da gibt es noch viele weitere statistische Fakten, wo man daraus ersehen kann, es ist ein rein politisches Thema, es ist kein tatsächliches Thema. Und da geht meine Forderung in die Richtung derjenigen, die das jetzt gerade forcieren, das politisch instrumentalisieren, das Wohnen politisch instrumentalisieren, kommt bitte wieder zurück zur Sachlichkeit und wir legen die Zahlen, die Fakten auf den Tisch, und zwar die richtigen, die validen Zahlen auf den Tisch. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir diese Diskussion auch vernünftig und sachlich weiterführen. Diskutieren ist immer gut, aber eben auf einer validen Grundlage. Lassen Sie uns mal nochmal bei der Corona-Krise bleiben. Und im ländlichen Raum, profitiert der von der Krise? Was würden Sie sagen? Ich glaube, es ist noch zu früh, das schon so festzustellen. Wie gesagt, ich denke, Tendenzen sind da, dass gerade auch die Sehnsucht nach Grün wächst. Und wir haben ja hier herrliche Landschaften, wo man sich da auch verwirklichen kann. Nach meiner Kenntnis, ich weiß nicht, ob du einen ähnlichen Stand hast oder noch andere Informationen, nach meiner Kenntnis, nach den Umfragen ist es so, dass im Moment kein Trend aufs Land festzustellen ist. Finde ich auch interessant, hätte ich so nicht erwartet, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Also auch das ist eine Momentaufnahme. Und lassen Sie es mal sich weiterentwickeln, auch mit diesem ökologischen Ansatz natürlich, das ist ja auch ein Thema, das
uns weiter beschäftigen wird. Auch unter dem Aspekt so nachhaltiges Leben, die Eigenproduktion, ja, da geht es schon los. Mietergärten, das wird sicher wieder ein Thema werden. Da bin ich mir ganz, wo es noch nicht ist, wird es wieder ein Thema werden. Und da sind zum Beispiel unsere Wohnungsgenossenschaften, finde ich, auch noch nicht selbstbewusst genug unterwegs. Die haben so schöne Gärten und auch Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen, in der Natur zu verwirklichen, ohne dass es so großartig bekannt ist. Und da muss sich was ändern. Also in die Richtung werden wir als Verband auch unterstützend mit begleiten, dass es besser beworben wird. Das klingt sehr gut. Ja, sehen Sie eine Leerstandswelle in Sachsen bevorstehen? Vielleicht noch zu dem Thema gerade, und das hängt mit der Leerstandswelle deutlich zusammen. Was wir schon spüren, ist, dass es in Kauf genommen wird, zu pendeln. Mhm. Wenn wir eben halt eine halbe Stunde zum Arbeitsplatz haben, per Auto oder per öffentlicher Nahverkehrsmittel, dann wird das mittlerweile billigend in Kauf genommen und man bleibt dann eben halt auf dem Land oder stadtnah, aber nicht unbedingt zentral. Das wird mittlerweile schon, das spüren wir im Süden von Leipzig zum Beispiel, man wird da so ein bisschen mehr bodenständig, man hat nicht mehr die Fluktuation, die wir noch vor Jahren Richtung Leipzig gespürt haben. Das merken wir hier in Dresden, schauen wir nur mal so ein bisschen in Richtung Pirna, da sind das gerade auch durch die öffentlichen Verkehrsmittel mittlerweile durchaus akzeptable, vielleicht sogar gute Anbindungen, die auch in Anspruch genommen werden. Und man bleibt dort wohnen, wo man sein bekanntes, sein vertrautes Umfeld hat. Das weiß man mittlerweile mehr zu schätzen, als man es vielleicht in der Vergangenheit so wahrgenommen hat. Und wenn wir an der Stelle das Thema Leerstandswelle aufgreifen, so muss man einfach sagen, dass die, die eben halt in der Nähe von den Großstädten sind, in den Großstädten selbst auch, und die sind die Gewinner. Die sind die Gewinner von der demografischen Entwicklung. Wir haben allerdings auch diejenigen noch ein bisschen hinten dran hängen, die etwas weiter entfernt auf dem flachen Land sind und folgerichtig auch mit einer Veralterung in ihren Mietbeständen zu arbeiten und auch zu rechnen haben. Wenn wir denn da bei Genossenschaften ein Durchschnittsalter von über 60 haben, dann weiß man an der Stelle schon so ein bisschen, wie sich die biometrischen Formeln in 5 oder 10 Jahren an der Stelle sich auswirken werden. Und da müssen wir, denke ich, noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich hatte das Thema Digitalisierung angesprochen, aber das ist nur ein Faktor. Wichtig ist die Infrastruktur. Die brauchen wir auch gerade bei den etwas älter werdenden Menschen dringlicher als denn je. Und wenn wir an der Stelle junge Leute halten oder gewinnen wollen in diesem ländlichen Raum, um die Leerstandswellen da an der Stelle zu vermeiden, dann müssen wir, denke ich, mehr tun als bisher, um die Infrastrukturmaßnahmen an der Stelle nach vorne zu bringen. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Appell auch an die Politik, um eben halt hier adäquaten Wohnraum für alle zu bilden. Alle, junge Familien, ältere, Singles, jeder, der sich dort in irgendeiner Weise zu Hause fühlt, wird auch bleiben. Und solange das noch nicht gewährleistet ist, müssen wir mit diesen Herausforderungen und auch mit Leerstandswellen kämpfen. Denn es ist zum einen der Standort, die Lage, aber auch dessen, was man da in Anspruch nehmen kann und vielleicht auch gerne sich wünscht, in Anspruch nehmen zu können. Haben Sie noch Ergänzungen? Ja, also Mobilität ist eigentlich das große Thema. Demografische Entwicklung auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, aber nicht jetzt nur in Anführungszeichen in Bezug auf die Alterungsprozesse. Also so abschließend will ich es nicht sehen, weil da wurde ja in den letzten Jahren unheimlich viel gemacht in unseren Wohnungsgenossenschaften. Ja, also alt werden in der Wohnung war ein Riesenthema. Ist viel barrierefrei geworden, ne? Richtig. Aber Stichwort barrierefrei, es ist nicht nur auf das Klientel da
älteren, alten Menschen bezogen, sondern auch auf das Klientel der jungen Menschen. Mit dem Kinderwagen muss man genauso barrierefrei agieren können, idealerweise, wie mit dem Rollator und so weiter. Und da sieht man auch, dass viele Themen sich auch decken, überschneiden. Wir sind bei dem generationenübergreifenden Wohnen, wir sind wieder bei dem Thema Attraktivität des Wohnens erhöhen durch eine kluge und geschickte Verbindung von Rückbau und Neubau. Da ist so viel Potenzial da. Das wird auch sekundiert durch gute Förderprogramme und auch in Zukunft noch sekundiert durch noch bessere Förderprogramme, wo man auch eine nachhaltige Förderung, Stichwort Quartiersförderung, auch ein Riesenthema für uns als Verband, die nächsten, also mittelfristig, wo man auf jeden Fall noch Nachholbedarf hat und das auch entsprechend dieses Wohnen in den Quartieren, dieses Gutwohnen für jede Generation in den Quartieren, in unseren Genossenschaften befördern und befeuern kann oder verstetigen kann, da wo es schon so ist. Man sieht es auch an dem Investitionsvolumen. Unsere Genossenschaften haben über 500 Millionen Euro im letzten Jahr investiert. Natürlich das meiste über die Hälfte Instandhaltung, aber Neubau waren 20% und jetzt in diesem Jahr werden es nochmal 20% mehr sein. Also da wird auch unheimlich viel gemacht. Da gibt es auch tolle Konzepte, Ideen ist der falsche, mir fehlt gerade der Begriff dafür, tolle Maßnahmen seitens der Landesregierung, wo wir Genossenschaften auch ungeheuer davon profitieren können, beziehungsweise das auch entsprechend unterfüttern können mit unseren Bedarfen. Kurzum, Leerstand ist ein großes Problem, auf jeden Fall, aber es ist für mich oder aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus Verbandssicht kein unlösbares Problem. Wenn man die Möglichkeiten, die es gibt, einfach besser darstellt auch und auch mehr bewirkt das Potenzial, was bei Wohnen in Wohnungsgenossenschaften da ist. Mhm. Übrigens auch ein Stück weit, ein Generationswechsel haben wir jetzt in der Vorstand, bei unseren Vorständen der Wohnungsgenossenschaften. Ein Drittel wird ausscheiden, altersbedingt. Also nicht, dass jetzt das alles die Tätigkeit schlecht war oder zu sehr eingeschränkt im Denken war, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich immer gut, wenn dann so eine Generationsdurchmischung da ist, auch bei der Führung von einem Unternehmen. So eine Generationsdurchmischung, wo man dann auch einfach auf die Erfahrungswerte der älteren Generation zurückgreifen kann, genauso wie auf die innovativen Ideen der Neuen. Und wenn wir das schaffen, zu bündeln und auszurichten auf Sachsen, dann denke ich, sind unsere Wohnungsgenossenschaften im ländlichen Raum, in der Stadt läuft es, ja, aber im ländlichen Raum gut unterwegs. Es bleibt ein spannendes Thema auf alle Fälle. Sie haben jetzt gerade noch das Thema Investitionen, Neubau angesprochen, knüpft sich da das bezahlbare Wohnen dran? Viele denken ja, mein Gott, jetzt haben sie unsere Wohnung saniert, neu wird gebaut, jetzt müssen die Mieten steigen. Wie bewerten Sie denn die begrenzte Umlagefähigkeit des CO2-Preises bei den Betriebskosten? Wer kann da was sagen? Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo man sagen muss, Bezahlbarkeit des Wohnens, das steht uns, also uns als Wohnungsgenossenschaften, auf der Stirn geschrieben. Das ist in unserer Satzung eingemeißelt. Ja? Also das ist nicht nur eine rechtliche Verbindlichkeit, eine satzungsrechtliche Verbindlichkeit, sondern das ist auch ein Wollen im Tun in dieser sozialen Verantwortung einer Wohnungsgenossenschaft, dass das Wohnen bezahlbar bleibt. Aber es muss natürlich auch bezahlbar bleiben. Das heißt, die Genossenschaft kann nicht der Zahlmeister der Nation werden. Das heißt, alles, was sich entwickelt, gut, Corona hat da vielleicht auch manches korrigiert, aber was vorher so im Schwunge war hinsichtlich Klimaschutz und so weiter, das sind alles richtige Ziele insgesamt, aber die müssen auch entsprechend umsetzbar bleiben, wirtschaftlich umsetzbar bleiben. Und da war und ist immer noch, ich komme gleich zurück zur begrenzten Umlagefähigkeit, die Tendenz, auf Teufel komm raus, das umsetzen zu wollen, ohne den Zeitrahmen, in dem man sich bewegen muss, um die Bezahlbarkeit des Wohnens zu erhalten, im Auge zu haben. Also es wird alles zu forciert daran gesetzt, diese Ideale zu verwirklichen.
Und ich sagte immer, oder wir als Verband sagen, mit wirtschaftlichem Augenmaß muss dort vorangegangen werden. Und wirtschaftliches Augenmaß heißt, es muss auch gerecht verteilt sein. Also diese Last, die damit verbunden ist, mit dieser redlichen, mit diesem redlichen Ansatz einer ökologischen Erneuerung, Nachhaltigkeit und so weiter, es ist eine Gesamtaufgabe. Und Gesamt heißt, wir müssen die Lasten verteilen. Und da bin ich jetzt bei Ihrer Frage, begrenzte Umlagefähigkeit. Heißt, dass diese CO2-Bepreisung, vielleicht kurz als Erklärung, dass diese CO2-Bepreisung, dass die Tonne CO2 mit 25 Euro aktuell umgelegt werden soll. Und je mehr emittiert wird, desto teurer wird das Ganze natürlich. Es ist wie so ein Ablasshandel dann eingeführt worden, dass man sich davon freikaufen kann, wenn man entsprechend auch die energetischen Voraussetzungen oder Modernisierungen bietet als Energieversorger. Wir reden bei der CO2-Bepreisung immer nur über eine mittelbare Belastung der Mieter und Vermieter. Mittelbar heißt über die Betriebskosten. Also die Versorger sind gehalten, die CO2-Bepreisung umzusetzen oder weiterzureichen. Je weniger sie emittieren, desto günstiger wird es. Je mehr sie emittieren, desto teurer wird es, vereinfacht ausgedrückt. So, also mittelbare Belastung von Mieter im Moment über die Betriebskosten. Und da ist in der politischen Diskussion jetzt das zu begrenzen, dass man sagt, der Vermieter soll die Hälfte davon tragen. Ja, okay, hört sich erstmal gut an, gerechte Lastenverteilung, aber heißt letztendlich in der Konsequenz, dass man eine starre Umlage hat, geht übrigens auch bis dahin, dass man sagt, 100% soll der Vermieter davon tragen. Heißt aber auch, dass die Vermieter, die energetisch umsichtig in ihrem Bestand unterwegs waren, also wenig CO2-Emissionen verursacht haben durch eine geschickte technische Ausstattung und so weiter, dass die bestraft werden, dass sie trotzdem das entsprechend zahlen müssen. Und was wir sagen, gerechter Lastenausgleich, also Vermieter zahlt was, trägt was, Mieter trägt was, die Politik oder die Regierung trägt was durch eine entsprechende Zuschusspolitik, ja, aber entsprechend dem Zustand oder dem energetischen Zustand des Bestandes. Also anders gesagt, je mehr technisch da investiert wurde seitens des Vermieters und je geringer in dem Unternehmen dann die entsprechende Emission ist, desto weniger auch die Belastung für den Vermieter. Und wenn man das so, dann hat man den Anreiz, also je mehr technisch aufgerüstet wird, desto weniger muss der Vermieter zahlen. Also hat er schon den Anreiz, da auch nachzuziehen, wo es noch nicht passiert ist. Und entsprechend wirkt sich das dann natürlich auch günstig auf den Mieter aus, weil er dann auch niedriger beumlagt wird in dem Zusammenhang. So haben wir, denke ich, eine gute Anreizwirkung und eben diese Gerechtigkeit ist da. Wer viel tut, wird belohnt, indem er weniger Umlage auch zu tragen hat. Und wenn man das hinbekommt auch in der gesetzlichen Umlage, in der gesetzlichen Umsetzung der Umlage, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Hm. Technisierung ist ein gutes Stichwort. Beim Bauen wird immer mehr Technik eingesetzt, wird immer besser für die Mieter, sage ich jetzt mal. Was sind denn die eigentlichen Kostentreiber beim Neubau? Tja, die Baupreise, ich weiß nicht, jetzt habe ich so viel geredet. Naja, Baupreise haben eine gewisse Wandlung erfahren im Zuge der Pandemie und den Corona-Beschränkungen. Wir haben nicht mehr den rapiden Anstieg, den wir noch vor Jahren haben, hinnehmen müssen, sondern vielmehr hat sich das so ein bisschen konsolidiert. Wenngleich natürlich auf einem ganz anderen Niveau als noch vor 5 Jahren, aber nicht noch mehr nach oben in der Steigerung so signifikant wie vielleicht in 2018, 2019. Das kann man schon sagen. Die Baupreise, das heißt also das, was eingekauft werden soll, ist nicht an der Stelle mehr aktuell der Preistreiber, vielmehr das, was der Gesetzgeber den Genossenschaften mit auf den Weg gibt, wenn wir denn über klimatische Veränderung sprechen. Also wenn wir da an der Stelle über Baumaterialien reden, ja? Wenn wir an der Stelle über energetische Sanierung sprechen, wenn wir die Normen des Energieeinspargesetzes einhalten wollen, dann haben wir da schon ein Füllhorn von Dingen, die dann eben halt
schon das eine oder andere schwerer machen, was die Ausrichtung des Baus und auch den Baupreis angeht. Da müssen wir an der Stelle leben und kämpfen. Und die Fördermöglichkeiten, die da an der Stelle vom Land gegeben werden, sind an der Stelle nur partiell hilfreich. Denken wir mal an das Aufzugsprogramm, was vor Jahren gestartet worden ist. Das ist kaum in Anspruch genommen worden, weil es eben halt nicht dasjenige ist, das in Anspruch oder das Bedarf bedeutet. Aufzug für einen Dreigeschosser ist nicht unbedingt das, was alle Leute wollen. Diese gucken sie dann eher einen Zentimeter mehr auf die Umlegbarkeit und die Betriebskosten und sagen, bis dahin schaffen wir es noch ins dritte OG und dann brauchen wir den Aufzug nicht. Außerdem hält es uns das vielleicht auch noch ein bisschen fit. Genau. Ja, also das muss man schon sagen. Also an der Stelle ist es eben halt, was uns von außen aus mit bereits bei den Baugenehmigungen auf die den Weg genommen wird. Ich will nicht die ganzen sicherlich sinnvollen Regelungen von Brandschutz und Ähnlichem nochmal aufwärmen. Aber das sind schon Dinge, die uns an der Stelle ein bisschen Zahnschmerzen verursachen, wenn wir denn da in den Baugenehmigungsprozess einsteigen und dann dafür sorgen wollen, dass wir auch noch zum Teil barrierefreie Wohnungen schaffen wollen für unsere Nutzer. Da müssen wir dann an der Stelle schon ein ausgewogenes Maß finden, um eben halt den gesetzlichen und vielleicht auch den ökologischen Anforderungen gerecht zu werden, aber gleichzeitig den Mietpreis und das, was die Genossenschaftsmitglieder wünschen, gerecht zu werden. Das ist ein gutes Stichwort. Mietpreis konstant halten bzw. günstigen Wohnraum anbieten. Wie will das die Genossenschaft künftig sicherstellen? Also das, was wir jetzt hier in unserem Gespräch schon vielfach angerissen haben, das heißt, das bezahlbare Wohnen muss erhalten bleiben. Insofern ist es so ein Garantiesiegel oder ein Versprechen auch der Wohnungsgenossenschaften gegenüber ihren Mitgliedern, gegenüber den potenziellen Interessenten. Das kann nur gelingen, wiederum durch eine geschickte Förderprogrammatik, also das ist ein großes Thema. Wir brauchen da auch Unterstützung vom Land. Mein Kollege hat es schon angesprochen, wir haben viele Förderprogramme, die sinnvoll und gut waren, überhaupt keine Frage. Aber wo wir jetzt auch gerade nach Corona hin müssen, ist auch eine nachhaltige Förderung. Die ist uns dann, also da ist wieder mein großes Stichwort Quartiersförderung, wo wir mit den Bausteinen, die das Quartier bezüglich des Förderbedarfs bietet oder fordert, so muss man sagen, dass man das auch entsprechend begleitet durch eine gute Mischung aus Zuschuss und Förderprogrammatik, was sich natürlich dann auch wieder auf die Bezahlbarkeit des Wohnens auswirkt. Dann muss es aufhören. Das ist natürlich schwierig jetzt in 2021, wenn wir da mal die Lupe draufhalten im Mammutwahljahr. Es muss einfach aufhören, dass das Wohnen oder dass dieses Vermieterbashing mal aufhört, dass man differenziert sieht, wie geht es uns in Sachsen bei dem Thema Wohnen. Das soll überhaupt nicht heißen, Berlin zum Beispiel ist sicher ein ganz anderer Hotspot, das Wort darf man gar nicht mehr nutzen, aber jedenfalls in dem Zusammenhang ein ganz anderer Markt. Wir müssen differenziert betrachten. Also in Sachsen gibt es keinen angespannten Wohnungsmarkt und deshalb muss aufhören, dass das Wohnen Wahlkampf hin oder her, also ich rede jetzt über den Bund, weil wir hier im Land ja keinen Wahlkampf haben, dass es so instrumentalisiert wird und auch dahingehend instrumentalisiert, dass sich das dann letztendlich wieder zulasten der Mieter auf die Bezahlbarkeit des Wohnens auswirkt. Es ist so das Deckmäntelchen, wir tun was für euch, liebe Mieter, wir kämpfen für euch gegen den bösen Vermieter und in Wirklichkeit ist aber der Vermieter eigentlich Partner des Mieters. Ne? Das geht Beispiel Modernisierungsumlage, ja, da hören wir ja schon wieder aus Berlin, die Umlagemöglichkeit muss abgesenkt werden von 8, ursprünglich waren wir bei 11%, jetzt sind wir bei 8, aber die Forderungen gehen noch weiter runter, wahrscheinlich mal bis hin zu 0%.
Was soll das? Eine Modernisierung heißt eine Wohnwertverbesserung. Und nochmal, wenn man es differenziert betrachtet, hier in Sachsen gibt es keine Luxusmodernisierung. Modernisierung heißt klassisch Wohnraumverbesserung. Das heißt klassisch auch, der Mieter hat was davon. Und so muss man das auch sehen und so muss man dann um diese Bezahlbarkeit kämpfen. Also politische Einflussnahme, ja, aber in einem vernünftigen Maß und vor allen Dingen differenziert. Also das wären so die zwei: Förderung, Zuschuss, politische Instrumentalisierung muss aufhören und dann natürlich auch diese individuelle auch Haltbarkeit der Bezahlbarkeit des Wohnens, was so auch eine unternehmerische Individualität bedeutet. Also dass die Vorstände, unsere Vorstände von den Wohnungsgenossenschaften da einfach auch sehr umsichtig und sparsam in einem guten Sinne, in einem positiven Sinne unterwegs sind. Und auch hier nochmal, der Vermieter ist nicht die Wohnungsgenossenschaft, die Wohnungsgenossenschaft sind alle, also die Mitglieder sind Teil des Ganzen und alles, was eingespart wird, an Bezahlbarkeit erhalten wird, wird auch für die Mitglieder erhalten. Natürlich heißt Bezahlbarkeit auch Refinanzierbarkeit der Investitionen und das muss den Mitgliedern auch klar sein. Es ist kein Kampf gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander, kein Kampf, sondern ein Miteinander. Genau. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Luserke. Vielleicht zum Abschluss noch, was würden Sie als die größte Chance der derzeitigen Situation für die Zukunft und was als das größte Alleinstellungsmerkmal der Wohnungsgenossenschaften werden? Vielleicht erst Sie und dann Sie. Also Alleinstellungsmerkmal ist dieses, was ich gerade versucht habe zu erklären, dieses Miteinander in der Genossenschaft und auch das Sehen, dass die Mitglieder Teil des Ganzen sind, also dass es eine Einheit ist, was eben auch diese Rechtsform unsterblich macht im besten Sinne. Ne? Und was ich mir wünsche für die Zukunft ist, dass das, was ich auch eingangs sagte, dass man wegkommt von dieser, ich nenne es jetzt mal Salon Political Correctness. Also ich finde, wir sind in unserer Gesellschaft, ist alles so überbordend gewesen. Wir wollten so korrekt sein, dass wir uns durch diese Korrektheit, egal jetzt in welche Richtung wir denken, wir können anfangen bei Corona, wir können auch enden bei Corona, dass wir uns damit im Wege stehen. Und was ich mir wünschen würde, auch für unsere Wohnungswirtschaft, dass man die Herausforderungen, die wir haben durch Corona und überhaupt, dass man die benennt und dann pragmatische Lösungen dafür findet. Das wäre mein Wunsch und ich denke, da sind wir auch dabei, zwangsläufig schon durch die Auswirkungen, die wir jetzt durch die Krise haben. Aber so abgedroschen es klingen mag, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Das stimmt. Herr Professor Hillebrand, was sagen Sie dazu? Die Genossenschaften, das Genossenschaftsmodell, der genossenschaftliche Auftrag, verankert in Satzung und verbunden mit dem Förderauftrag, hat sich in den Corona-Zeiten mehr als bewährt. Das Zuhause hat für die Mitglieder Stabilität gegeben, um, wie schon mal erwähnt, durch den Tag zu kommen, um auch den ein oder anderen Widrigkeiten, die man eben halt in der Corona ausgesetzt ist, sei es Krankheit, sei es Quarantäne, sei es wirtschaftliche Schwierigkeiten, dass man das an der Stelle durchaus mit einem stabilen Zuhause in irgendeiner Form verkraften kann. Und dieses Faustpfand, was die Solidargemeinschaft der Genossenschaftsmitglieder an der Stelle bietet, dieses Faustpfand, das wünsche ich mir, dass das mitgenommen wird aus den Pandemiezeiten in die hoffentlich bald wieder normalen Zeiten in Präsenz und dem Miteinander und dass man sich bewusst ist und dass es nicht immer nur leicht bergauf für alle Beteiligten gibt, sondern dass das Leben durchaus auch mal ein Wellental ist und es schön ist zu wissen, dass man ein Zuhause hat, wo man sich wohlfühlen und vielleicht auch einen Zentimeter Heimat findet. Ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Professor Hillebrand. Mirjam Luserke, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Dankeschön, Frau Wittmann. Danke.